Jo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Order 1886. Ja, jetzt geht es hier weiter in diesem Luftschiff. Der Weg scheint frei von Wachen. Beeilen wir uns. Warten Sie auf mein Okay. Achtung. Los. Okay, wir müssen das Cockpit sichern. Und in der vergangenen Folge hatten wir einen Kampf gegen einen Lykaner. Unser Eindringen wurde nicht bemerkt. Der ist ganz knapp nochmal gut gegangen. Das Schloss ist magnetisch. Wir müssen die Steuerung finden. Das nennt man Fortschritt. Für mich ist das eine Todesfalle. Was für Mechaniker keine Wache. Könnte mir eigentlich egal sein. Bestes Schiff von wegen. Voilà. Gellerhardt, Lafayette. Die Wachen der Kompanie leisten erbitterten Widerstand. Sie setzen tödliche Gewalt ein. Geht genauso vor, falls nötig. Verstanden. Okay, tödliche Gewalt. Gut. Also ich bin auf jeden Fall bereit. Schalte die Wache unbedeckt aus. Unentdeckt. Okay, gut. Vielleicht ein loses Kabel. Los geht's. So. Komm her. Gut, wir können weiter. Wollen wir nicht lieber noch die Leiche wegschaffen? Meine Damen und Herren, im Rahmen der Fahrt der Linienkompanie und ihrer Leitung möchte ich Sie an Bord der Agamemnon willkommen heißen. Wir verlassen gerade London. Unser nächster Halt ist Portsmouth, wo wir einen Zwischenstopp machen. Keiner da. Dann setzen wir unsere Reise über den Atlantik bis zu unserem Bestimmungsort Lakehurst, New Jersey. Belle Instrumentation? Unsere voraussichtliche Reisezeit beträgt circa. Ich bin Ideologie, Monsieur. Da vorne ist das Cockpit. Ich kann drei im Cockpit sehen. Die Wache könnte Probleme machen. Wir müssen einfach improvisieren. Wir haben aber auch leider nur eine Pistole mit, habe ich gerade gesehen. War ein Gewehr. Ja, wo soll das denn hier schon sein? Höchstens in diesem langen Beutel, den wir hier haben. Ich nenne das einfach mal Beutel oder besser gesagt Tasche. Macht es euch bequem. Unser nächster Halt ist Portsmouth. Und dann folgen einige unaufregende Tage nach Amerika. Rauchgranate. Auf ihr Zeichen. Los. Im Frachtraum merke ich kaum, dass wir in der Luft sind. Aber hier. Wir beschlagnehmen das Schiff im Namen der Freiheit. Percival, das Cockpit ist gesichert. Lafayette bleibt am Steuerruder. Wie ist euer Status? Lord Hastings ist in der Nähe des Ballsaals hinter eurer Position. Wir versuchen ihn zu finden. Kommt schnell hierher. Bestätigt. Ich melde mich, sobald ich mich umgesehen habe.
Nicht vergessen. Immer ein ruhiges Händchen am Ruder. Überlassen Sie das mir. Okay, begib dich unentdeckt zum Ballsaal. Verdammt, Bailey. Vergiss immer, die Tür zum Funkraum abzuschließen. Okay, hier ist jemand. So, wir sollen hier unentdeckt bleiben. Leise ausschalten. Hier gibt es bestimmt noch mehr Wachen. So. Ich hoffe, wir finden schnell den Ballsaal. So, komm schon. Eins haben wir. Zwei haben wir. Und drei haben wir. Zack. Sehr gut. Einer weniger. Okay, hier hoch, oder? Nein, hier rechts entlang. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtiger sein. Hier laufen jede Menge Wachen noch rum. Percival, es gibt ein Problem. Lucan ist an Bord. Mein Bruder? Was macht der Ritterkommandant hier? Alles scheint problemlos abzulaufen. Ja, Sir Lucan, recht problemlos. In ein paar Stunden sind wir in Portsmouth. Tatsächlich. Und dann auf nach Amerika. Verdammt! Er sollte die Leute eskortieren, bis das Schiff die Grenze erreicht. Sollte er nicht besser informiert werden? Und riskieren, die Rebellen zu warnen? Gellert hat recht. Alistair wird nicht erfreut sein, nicht eingeweiht zu sein. Darum kümmern wir uns später. Er kann uns vielleicht noch helfen, wenn es die Situation erfordert. Wir fahren wie geplant fort. Verstanden. Ich melde mich, sobald ich einen besseren Aussichtspunkt habe. Position. Feuer einstellen, bis wir ein Ziel bestätigt haben. Bestätige eingestelltes Feuer. Die Rebellen benutzen gestohlene Uniformen der Kompanie. Sie sehen aus wie Wachen. Wachen ohne korrekte Rangabzeichen. Die Uniformen in Whitechapel hatten keine Schulterstücke.
Identifiziere die getarnten Rebellen. Sieh dich, ich sehe nichts. Okay. Wir dürfen jetzt ja nicht hier jemanden erschießen, der nicht mal böse ist. Kann die richtige Schulter nicht sehen. Ein Abzeichen. Percival, die Wache oben auf der Treppe ist echt. Gut, weitersuchen. Abzeichen bestätigt. Die Wache bei Hastings ist überprüft. Ausgezeichnet. Untersuch die restlichen Wachen. Kein Abzeichen. Percival, wir haben einen Rebellen im Erdgeschoss. Verstanden. Weitersuchen. Okay, einen Rebellen haben wir schon mal. Mist, kein Abzeichen. Bei dem sehen wir das nicht. Ein Rebell auf dem Balkon gegenüber. Okay, jetzt aber. Untersucht sie alle. Das war der letzte. Gut. Eliminiert alle Bedrohungen. Bestätigt. Okay. Waffe geladen. Weidmanns Heil. Los geht es. Einer erledigt. Noch einer. Luken! Rebellen! Holt Hastings da raus! Bringt ihn hier raus! Hastings ist entkommen, braucht Verstärkung! Alle wollen Plan B! Percival, das Ziel ist getroffen! Rebellen im Anmarsch! Ich brauche Hilfe! Verstanden! Wir stoßen zu dir! Na, dann wollen wir mal. Kann ich vielleicht eine andere Waffe nehmen? Okay, gut, wir haben ja noch die Pistole. Sehr gut. So. Wie viele kommen denn da noch? Okay, die rennen nach unten. Zack. Komm, zeig dich. Okay, runter hier. Pistole. Und los geht es. Was haben wir hier noch für eine Pistole? Okay. Die hat Schnellfeuer. Ja, aber sowas spricht mich nicht so sehr an. So. Ab in Deckung. Wow. Da war die starke Shotgun. So, dann packe ich das starke Scharfschützengewehr aus. Zeig deine kleine Hand. Zeig mir deine Hand. So. Sehr gut. Na los. Vorrücken. Brauchen unbedingt Munition. Die Rebellen leisten heftigen Widerstand. Wie viele von denen sind auf dem verdammten Schiff? Genau hier. Ich gebe Feuerschutz. Oh. Mist, wie viele sind denn hier? Also Munition ist hier sehr wichtig. Schnell. So. Jetzt haben wir erstmal genügend. Hier sind aber noch welche. Okay. Die Treppe hoch. Halt eine Handgranate. Meine Freunde, die Wachen der Kompanie sind in Alarmbereitschaft. Ich fürchte, diese Amateure schießen bei Sichtkontakt. Und eine Maschinenpistole haben wir jetzt auch noch. Zurück, Mescal! Nein. Geh du zurück. Gut, du willst nicht. Dann musst du halt büßen. So einfach ist das. So einfach. Nicht anders. Was zur Hölle war das denn? Eine Bombe ist am vorderen Triebwerk explodiert. Alle Mann, Rückzug! Aye, ma'am! Du! An alle!
Rebellenkommandant an Bord! Es ist die Frau aus Whitechapel. Bin an ihr dran. Lass sie nicht entkommen! Okay, das ist die Anführerin von den Rebellen. Na los, zeigt euch. So. Wir rennen jetzt einfach. So, komm du her, du kleines Würstchen. Bam, schön ins Gesicht. Ich habe einen der Rebellen erwischt. Gut, halt ihn fest. Ich bin gleich bei dir. Mist, hier kommen wir wieder in den Ballsaal. Wo müssen wir denn hier hin? Hier runter. Hier sieht halt alles gleich aus. Okay, die haben Granaten. Ja, ich merke schon. Die wollen uns hier hochjagen. Verdammt! Percival, ich habe mein Ziel verloren. Ich nehme Verfolgung auf. Negativ. Bei den Rettungsbooten sammeln. Wir haben ein größeres Problem. Die Rebellen haben eine zweite Bombe an Bord. Oh, verflucht. Okay, bin unterwegs. Okay, die wollen das ganze Ding hier hochjagen. Findest du das etwa vernünftig? Diese Konsequenzen konnten wir nicht vorhersehen, Alistair. Eure Mission in Whitechapel sollte unentdeckt bleiben. Ich habe Berichte über zahlreiche Verluste und schwere Zerstörungen am Royal Hospital erhalten. Und jetzt das! Ich werde zu meinem Wort stehen. Ich allein übernehme die Verantwortung für alle Konsequenzen, die uns treffen könnten. Sebastian! Du wirst verstehen, dass ich nur noch wenig tun kann, um dich vor dem Zorn des Lordkanzlers zu schützen oder des Ordens. Dein Vater wird das einsehen. Doch jetzt sollten wir die zweite Bombe finden, bevor sie detonieren kann. Gute Ritter, eure Hilfe. Wir müssen alle von Bord, bevor es noch schlimmer wird. Sir Lucan wird sie eskortieren und die Evakuierung leiten. Wir müssen die Suche fortsetzen. Dies ist doch die Angelegenheit der Besatzung. Sie wollen doch nicht an Bord bleiben. Wir stoßen so bald wie möglich zu ihnen. Izzy, kümmere dich um die Leute und dann geh zum Cockpit. Nein, ich komme mit dir. Izzy, du musst Lafayette finden und dann von Bord gehen. Ich... Dein Bruder will, dass ich dich heil zurückbringe. Tu es. Für mich. Wir brauchen Waffen. In der Nähe ist eine Wachstation. Bedienen wir uns bei den Waffen der Kompanie. Finde die Rebellen-Saboteure. Die Rebellen werden jemanden schicken, um die zweite Ladung zu zünden. Okay, also nur noch wir beide. So wie es aussieht. Ich bleibe hier. Versuch zum Waffenlager zu kommen. Verlassen das sinkende Schiff. Feindlinge. Nehmt euch, was ihr braucht und dann weiter. So, wir nehmen einmal so eine Falcon. Die aktuelle Pistole. Ja, komm, wir nehmen wir die. Und dann schauen wir uns kurz das Dokument an. Okay. Gut. Ansonsten, ich bin bereit. Wir können los. Lass uns Saboteure jagen. Voraus könnten Rebellen sein. Bereit machen.
Nimm die Tür. Ich gebe Deckung. Sollte sich die Situation verschlimmern, werden die verbleibenden Passagiere am nächsten Haltepunkt abgesetzt. Ob hier wohl noch viele Saboteure sind? Das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Okay, da drin sind ein paar. Bleibt stehen! Doch, wir werden die zweite Bombe erreichen. Wow! Diese blöden Schrotflinten. Die sind schon stark. Oh ja. Jetzt weiß ich auch, warum die so stark sind. Da kommen drei Schüsse mit einem Schuss raus. Oder besser gesagt, drei Schrotpatronen kommen da mit einem Schuss raus. Mal in Deckung. So. Wir werfen eine Granate. Ups, das war anders geplant. Mein Fehler. Na los. Oh, hinter uns. So. Wir müssen das Ziel verfolgen. Sehr gut. Alle Waffen sind nachgeladen. Ich hab's. Chris, kommst du hindurch? Ich schätze schon. Pass auf! Das war verdammt knapp, alter Freund. Knapp ist gar kein Ausdruck. Lass es gut sein! Es muss einen anderen Weg geben. Dafür ist keine Zeit. Geh ohne mich weiter. Ich suche einen anderen Weg. Verlier das Ziel nicht. Und damit waren wir nur noch allein. Wir müssen unbedingt das Ziel kriegen. Da! Wir haben mehrere Gaszellen verloren. Sie sind nicht verfeuert. So, rein hier. Da! Da ist das Saboteur. Nicht schießen! Es bleibt keine Zeit, Percival. Wir müssen ihn aufhalten. Vertrau mir, Grayson. Hören Sie auf mich, Mann. Geben Sie auf! Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben! Wir sind nicht der Feind! Beweisen Sie das! Stopp diesen Wahnsinn! Nein! Nicht solange die Kompanie ungehindert weitermachen kann! Werden Sie nicht! Dafür sorgen wir! Es ist zu spät. Sebastian? Freund. Sie müssen das nicht tun. Igraine ruft Percival. Melde dich, Percival. Galahad, bestätigen. Grey, Sebastian. Meldet euch.
bitte! Nein. Was ist mit unserem Freund? Ich hoffe, er hat es überstanden. Weil er war ziemlich nah an dem Saboteur dran. Wir müssen erstmal hier raus. Verdammt. Oh mein Gott, arme Sau. Lebendig zu verbrennen. Also so möchte ich nicht sterben. Sowas ist schon... Oh. Gray. Um Himmels Willen, antworte. Izzy, ich bin hier. Izzy, kannst du mich hören? Mist. Wir müssen hier raus. Nein, ist das unser Freund? Nein, das ist er nicht. Boah, ich dachte schon. Also das hätte mich jetzt getroffen. Wäre er tot. Sagramore, Alien, wir haben keinen Kontakt mehr zu Percival und Galahad. Ich brauche jeden verfügbaren Ritter umgehend in der Nähe des Kristallpalastes. Milady, das heißt, niemand hätte den Absturz überlebt. Ich bin's. Gray? Gray, melde dich! Wo zum Teufel bist du? An alle! Sir Galahad ist am Leben! Findet ihn! Nein, unser Freund. Er ist gefallen. Nein, ich hatte so gehofft, dass er noch lebt. Es hat ihn leider erwischt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich mach das alleine. Ihr beide geht zum Rat. Schon in Ordnung, Izzy. Mein Beileid. Sir Percival war ein großer Mann. Unser Beste.
Ich war so frei, das hier an mich zu nehmen. Ich weiß, dass das gegen die Regeln ist. Grayson. Er gibt dir keine Schuld an dem, was passiert ist. Vertreib diese Gedanken. Wie kann ich das? Er war mein Mentor. Mein Bruder. Das war er. Aber denk an die anstehenden Feierlichkeiten. Der Rest kann warten. Es sind so viele Fragen offen, Alistair. Ich muss Antworten finden. Mallorys Tod wird gerecht. Diese Rachegedanken dürfen nicht von dir Besitz ergreifen. Sonst wirst du wahnsinnig. Komm. Der Rat erwartet uns schon. Lord Hastings ist auf dem Weg vom Vereintes Indienhaus. Er möchte sich persönlich bei dir bedanken, weil du ihn und die Passagiere des Schiffs gerettet hast. Die Vereintes Indien Kompanie steht tief in deiner Schuld. Mehr als 6 Jahrhunderte war der Ritter namens Sir Percival ein Teil unserer Bruderschaft. Er sah ganze Königreiche untergehen und andere vorübergehend an ihre Stelle treten. Er sah den Aufstieg der Halbblüter und hat sie unnachgiebig verfolgt. All dessen wurde er Zeuge, weil er hiervon gesegnet wurde. Der Gral. Das Schwarzwasser, das durch unsere Adern fließt. Das Band, das diesen Orden vereint. Das Elixier, das alle Wunden heilt und das Leben der Menschen verlängert. Und doch verleiht es keine Unsterblichkeit. Jetzt ist Sebastian Mallory einst Sir Percival tot. Es gibt die Tradition, in unserem Orden die Ritterschaft nur zu gewähren, wenn einer jener, die diese Ehre und Bürde tragen, gestorben ist. Generation auf Generation haben neue Ritter die Namen ihrer Vorgänger übernommen. Endet der Gral neues Leben. Schwört ihr, Marie Joseph, Paul Yves Roche.
Ich taufe euch, Sir Percival, Diener des großen Königs und Ritter der Tafelrunde. Steht auf, Sir Percival, und nehmt euren Platz an unserem Tisch ein. Wachen! Bringen Sie Sebastian Mallorys Leichnam aus dem Versammlungssaal in die Krypta. Ich rufe diesen Rat zur Ordnung auf. Möge die schreckliche Tragödie, die über uns gekommen ist, jenen als Warnung dienen, die dem Mandat dieses Amtes trotzen. Sebastian Mallory verlor sein Leben nicht im Kampf gegen die Halbblüter. Nein, er wurde Opfer seiner eigenen, unbedachten Handlungen und der Nachlässigkeit jener, die einen Eid auf ihre Pflicht und Opferbereitschaft geleistet haben. Und zu welchem Zweck? Lord Kanzler, ich muss... Öffentliche Gebäude zerstört! Unschuldige Menschen in Gefahr! Unschätzbarer Schaden am Eigentum der Vereintes Indien-Kompanie! Nur durch die Gnade der Vorsehung konnte eine größere Katastrophe abgewendet werden. All dies und nicht ein einziger Rebell wurde inhaftiert. Im Gegenteil. Durch ihr Handeln könnten die fraglichen Ritter dem Feind einen großen Dienst erwiesen haben. Der Lord Kanzler spricht vielleicht ein wenig zu barsch. Er täte gut daran, sich zu erinnern, dass Sir Percival wertvolle Beweise für den Einsatz der Rebellen... reine Spekulation. All dies mündete in einem erbärmlichen Desaster. Ich will nichts mehr davon hören. Mit Verlaub, Lord Kanzler. Setzen Sie sich, Sir Galahad. Mit Verlaub. Auch ich habe einen Freund verloren. Mehr als einen Freund. Ein Bruder. Es ist falsch, deinen Namen derart zu besudeln. Sie bewegen sich am Rande der Insubordination, Ritter. Ich bin mir meiner Verantwortung in dieser Affäre durchaus bewusst. Doch wenn die gleichen Umstände noch einmal eintreten, würde ich wieder genauso handeln. Wie Mallory es wollte. Mein Lord! Sirs! Die Rebellen haben Lord Hastings Kutsche überfallen. Er sitzt mit seiner Eskorte auf der Westminster Bridge fest. Alle Ritter zu den Waffen! Schützt Lord Hastings! Löschen wir diese gottlosen Rebellen aus! Sir Galahad! Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jemand wird Sebastian Mallorys Tod verantworten müssen. Verlassen Sie sich drauf. Bewaffnet euch und geht in Verteidigungsstellung auf der Brücke. Galahad, auf deinen Befehl. Los geht's. Sir Galahad, die Kutsche mit Lord Hastings wurde mitten auf der Brücke angegriffen. Wir wissen nicht, ob jemand überlebt hat. Lucan Egrain Percival, kommt mit! Hastings könnte noch am Leben sein. Wir müssen zu ihm! Okay, Leute. Ich würde sagen, wir beenden dann an dieser Stelle hier die Folge. Wem das Video gefallen hat, der kann sehr gerne eine Bewertung da lassen, wie immer einen Kommentar schreiben oder mich auch weiterempfehlen. Das war's, haut rein und tschüss.